Am Fuß des Eiffelturms gehen die Leute ihren Hobbys und ihren Vergnügungen nach. Diese Pferdeschlechterei lässt die Vermutung zu, dass ein Stück Pferdefleisch durchaus zur Bereicherung des französischen Küchenzettels beiträgt. Hier am Montmartre, dem Künstlerviertel, kann man sich porträtieren lassen oder Bilder jeder Art erwerben oder im Café sitzen und dem bunten Treiben zusehen. Unmittelbar neben Montmartre befindet sich die Kirche Sacré-Cœur. Wer des Bergsteigens nicht so mächtig ist, kann sich von einer kleinen Bergbahn zu Sacré-Cœur bringen lassen. Der Invalidendom beherbergt in einem Sarkophag die sterblichen Reste Napoleons des Ersten. Am Ende des Champs-Élysées, den man auch den Kurfürstendamm von Paris nennen könnte,
steht vom Autoverkehr umflutet der Arc de Triomphe. Von Paris aus machten wir etliche Ausflüge. Zuerst ging es nach Saint-Denis. Die Basilika von Saint-Denis erhielt ihre jetzige Form unter Ludwig IX., dem Heiligen. Sie ist die Grabeskirche französischer Könige aus 13 Jahrhunderten.